Es sieht aus wie eine Kaffeemaschine in 10-mal so groß. Ein bisschen aufpassen hier. Also es ist jetzt erst gerade mal 12 Uhr geworden. Die ersten Kunden bestellen schon draußen. Schönes Wetter haben wir, also heute wird sehr viel los sein. Ich spüre schon den Zeitdruck, weil es kommt heute hier rein und es hört nicht auf. Das hier ist Arbeiten nonstop. Ich lerne hier alle Rezepte. Hallo Leute, hier ist Hazel. Heute wieder ein Bubble Tea Video und die Boba Queen, sie trinkt heute nicht nur Bubble Tea, sie macht Bubble Tea. Ich teste nämlich den Job als Bubble Tea Verkäuferin. Wir sagen heute dazu einfach mal Boba Barista, weil es einfach richtig cool klingt. Ihr wisst, ich habe schon viele Jobs getestet, aber ich war noch nie in der Gastronomie. Ich musste mir sogar eine rote Karte machen. Und weil ich so eine begeisterte Bubble Tea Trinkerin bin, dachte ich mir, ich schaue mir mal an, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und dafür habe ich beim größten Bubble Tea Franchise in Deutschland nachgefragt. Come by. Sie waren noch so nett und haben ja gesagt, ja, ein Traum wird wahr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal in der Gastro gearbeitet habt. Ich bereite mich jetzt auf jeden Fall mental auf die Arbeit vor. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Okay Leute, es ist 9 Uhr und ihr seht, ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben etwas gearbeitet, was in der Gastronomie zu tun hat, weil ich muss mich schwarz anziehen und Wanderschuhe. Arbeitsschuhe. Ich sehe aus wie ein anderer Mensch einfach. Bist du nervös? Ich bin schon nervös, aber ich freue mich voll, meine Abfälle zu trinken. Es gibt deutschlandweit ja ganz viele Comebys, aber ich bin heute am Zoologischen Garten. Hallo. Hi. Käppi, kannst du das aufsetzen? Tragen wir bei der Arbeit Maske? Ja. Okay. Okay. Was machen wir heute? Warum bin ich so früh da? Es geht um die Vorbereitung. Ne? Das ist das A und O. Tee muss gekocht werden, Tapioca muss gekocht werden, dann diese Cream Cheese Foam. Oh mein Gott! Ja. Mixstation muss aufgefüllt werden mit Eiswürfel, Sirup muss alles bereitgestellt werden. Ja, würde ich mal sagen, wir fangen mit dem Wichtigsten an, und zwar Tapioca kochen. Wir kochen 3 Kilo Tapioca. So sehen die aus, so roh. Die sind da ganz empfindlich, also schon mal angefasst hier. Ja. Die sind da, wenn du es zerdrückst, dann... Genau. Teig. Genau, Teig. Deswegen ganz vorsichtig damit umgehen, ne, kurz durchschütteln. Es muss alles zeitlich bis zur Eröffnung, also so 12 Uhr, alles fertig sein. Weil da stehen schon die ersten Kunden hier an. Und manchmal stehen die auch schon so halb, also vor Eröffnung, ne? Und fragen, dann kann ich jetzt bitte schon Bubble Tea bekommen. Aber das geht nicht, weil wir müssen, wie gesagt, erstmal alles vorbereiten. Wenn nichts da ist, kann man auch nichts anbieten. Okay. Ne? Einmal umrühren. Heißes Wasser erstmal. Genau, und so richtig kochen. Tapioca ganz schnell reinschmeißen. Wow. Ja, und dann schnell umrühren. Also nach einer Minute nochmal umrühren und dann nachher, wenn es piept, dann wieder umrühren, weil sonst klebt das dann hier unten auf dem Boden. Das ist ja sehr klebrig. Deswegen ist das Umrühren sehr wichtig. Da können wir schon mal den Tee so vorbereiten. Das ist der schwarze Tee. Den befüllen wir jetzt mal. Der ist schon mal bereit, weil wir kommen nachher hier rein, ne? Aber das machen wir nachher, weil Tapioca ruft wieder. Es ist ein kräftiger Rühren. Du merkst schon, da ist schon Widerstand, ne? Ja. Schon eine Masse. Also ganz wichtig ist Tapioca. Also falls ich mal irgendwann einen nicht so guten Tapioca habe, dann weiß ich, was passiert ist. Genau. Da hat jemand nicht auf die Zeit geachtet. Jetzt runterdrehen oder erstmal gucken, ob das wirklich kocht. Ganz, ganz viel Multitasking. Und wie du schon gesagt hast am Anfang, das Vorbereitung sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Das kocht. Kann ruhig noch eine Minute, es muss so richtig köcheln. Das ist eine Kunst. Ist eine Kunst, genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach vorne. Habt ihr euch gemerkt, wie man gut Tapioca kocht, wenn man 3 Kilo braucht? Okay, ganz wichtig, die Bar. Das hier ist die Bar. Ihr seht hier den Mixer. Dann haben wir hier diesen hier Versiegelung. Das wollte ich schon immer mal benutzen. Da kommst du heute in den Genuss. Hier unser Milchpulverspender. Hier kann man dann bestimmen, wie viel Zucker drin ist. Genau, hier seht ihr, ich glaube, nach Grammzahl ist das genau. Jedenfalls fangen wir mal an mit Eiswürfel befüllen. Hier ist das Eiswürfelfach. Hier, das ist unsere Eiswürfelmaschine. Da schaufeln wir jetzt Eiswürfel raus. Da braucht man Kraft, das ist so Krafttraining. Da brauchst du nicht mehr zu trainieren dann. Genau, also Bubble Tea Shop, das ist wie ein Fitnessstudio hier. Mach das so vor und dann übernimmst du das. Genau, rein damit. Einfach alles rein. Na, ist schwer, ne? Machen wir gleich Krafttraining morgen. Super. Muss das voll werden? Ja. Da kommt jetzt der Sirup.
aus dem Kühlschrank müssen wir rausholen. Ich reiche sie dir einfach mal durch. Du kannst sie dir einfach hier abstellen. Du kannst gerne die hier schon mal abschrauben, die großen Flaschen. Weil da kommen dann hier diese Verschlussdinger drauf. Ja, zum Bubble Tea gehört da viel mehr als einfach nur Tee mischen. Ja. Ne, wie ihr seht, die Vorbereitung macht das Ganze aus. Es ist krass, selbst die Tücher haben ein System. Genau. Man weiß, wo was hinkommt. Ah ja, für die Kasse bräuchten wir hier auch. Das hier ist unsere Topping-Station. Erdbeer-Popping, Boba, Litchi. Was ist dein Lieblingstopping? Lieblingstopping, also Tapioca auf jeden Fall. Ja, bei mir. Und die Popping-Boba finde ich auch toll, die so halt ploppen im Mund. Ich mag das nicht, aber du magst es. Okay. Ja, also die sind sehr beliebt, vor allem so bei den Kids. Ne? Okay. Es riecht ja auch so lecker. Ich habe schon voll Lust auf Bubble Tea. Wie schaffst du das denn hier zu arbeiten? Da muss ich wirklich schon widerstehen, nicht die ganze Zeit Bubble Tea zu trinken. Ja. Meistens trinke ich stilles Wasser, sagt man so. Ich muss so ein bisschen die Uhrzeit so im Blick behalten. Wir haben so manche so bestimmte Uhrzeiten, wann was gemacht wird, ne, damit man auch wirklich in Time bleibt. Das ist hier unsere Teekochmaschine. Ja. Genau, man kann das auch mit der Hand kochen, aber es dauert halt länger. Und mit diesem hier geht es schneller und ist einfach praktischer. Es sieht aus wie eine Kaffeemaschine in 10-mal so groß. Genau, also ich finde, es ist schon echt eine geniale Erfindung. Damit spart man sich wirklich Zeit und den ganzen Aufwand. Und da kannst du jetzt gerne da anfassen, genau, und den da einfach reinsetzen. Das ist der schwarze Tee, haben wir schon befüllt. Na, einfach da rein, machen wir dann Deckel drauf. So, das dauert jetzt ungefähr 15 Minuten. Währenddessen machen wir mal den Cream Cheese Foam. Ja. Ich lerne hier alle Rezepte. Oh, Tapioca ist gezogen. Und am Tag kochen wir so bis zu 5 Pots davon. Ah. Wir kochen die immer frisch. Und nachdem der fertig ist, kommt der nächste drauf. Aha, okay. Weil das ist sehr beliebt. Also fast jeder zweite Kunde verlangt nach Tapioca oder bestellt Tapioca. Sogar immer noch extra. Genau, sogar zweifach, dreifach Portionen. Okay, ich mache das mal, weil das ist sehr schwer. Aber du kannst gerne hier mal kurz hochheben, um das Gefühl zu haben, wie schwer das so ist. Aber in die Hocke gehen am besten. Genau. Ja, weil das geht sonst auf den Rücken, ne? Oh ja. Ja, der ist schwer. Der ist jetzt fertig und der kommt jetzt. Auf einmal ist da Tee. Vorher war da nichts. Genau, so den kannst du reinkippen. Warte mal, den stellen wir so hier drauf. Dann kannst du den komplett reinkippen. So, jetzt kochen wir den grünen Tee. Hier, das wird gerade gereinigt, damit wir grünen Tee kochen, damit sich keiner beschwert, dass der grüne Tee ein bisschen nach schwarzem Tee schmeckt. Ist es ein anderes Level als dort, wo du mal gearbeitet hast, Dirk? Ja, man, übelst, hier ist alles richtig koordiniert. Mit System. Bubble Tea, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, also wie ihr seht, es gibt hier viel zu tun. Man muss alles auch parallel machen. Jetzt haben wir so 11:27 Uhr, also noch ungefähr 33 Minuten Zeit. Okay, Leute, weil wir eine halbe Stunde vorher angefangen haben, sind wir auch etwas schneller fertig. Und ich darf mich jetzt durch die Toppings durchprobieren. Ich muss ja auch wissen, was ich den Leuten verkaufe. Das nicht, Popping Bobas mag ich nicht. Bisschen aufpassen hier. Warte, ich schieb den jetzt nach hinten. Ich habe gesehen, hier steht auch Kambai. So kommt das alles aus Asien? Alles aus Asien. Stellt ihr alles aus Taiwan? Und Kambai nimmt nur deren eigenen Sachen. Ja. Also das wird wirklich extra nur für Kambai hergestellt. Ja. Gut, der Tapioca ist fertig. Es riecht sehr, sehr gut. Mach mal vorsichtig. So satisfying. Oh mein Gott. Sieht so lecker aus. Ja, die sollen auch viele Vitamine enthalten. Sollen auch gesund sein, abgesehen von dem Zucker. Aber ich finde, ab und zu kann man sich ja schon was gönnen. Ne? Dass, ich meine, jeder isst gern Eis oder trinkt Cola. Wieso nicht auch, ne? Bubble Tea mit Tapioca und Zucker. Das muss auch 35 Grad sein. Ja, noch mehr. Einfach so fast alles rein. Also es ist jetzt erst gerade mal 12 Uhr geworden. Die ersten Kunden bestellen schon draußen. Genau so. So Leute, ich bin jetzt noch mal kurz vor einem anderen Store. Ich habe nämlich die Chance, den Chef zu interviewen. Und von ihm möchte ich noch ein paar Sachen über den Job wissen. Ja, Chihao, ich kenne dich viel länger, als du mich kennst. Weil ich bin eine sehr treue Kambai-Besucherin seit 2012. Ja, ich wollte dich fragen, wie würdest du den Job beschreiben? Ist der anstrengend? Bei uns, muss ich schon ehrlich zugeben, ist es schon anstrengend, weil uns schon mehr zu tun ist als bei anderen Marken. Und vor allen Dingen, wenn man die ganze Zeit stehen muss. Und Tapioca kochen ist auch ganz schön schwer, weil das Ding wiegt ja schon
gut 15 Kilo fast. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, es ist nicht einfach. Eine ganz spicy Frage, wie viel verdient man denn bei euch? Also bei uns gibt es eine zweimonatige so Grundausbildung. Und in der Zeit eigentlich, also wirklich Mindestlohn erstmal. Und danach, wenn man die Teegetränke mixen kann, dann 12 Euro die Stunde. Wow, das ist schon ganz guter Nebenjob. Also wir bezahlen schon ein bisschen mehr als manche andere in der Gastronomie. Wir geben ja auch nochmal extra Bonus aus, wenn wir gewisse Ziele erreichen, also Becher, so Euro mehr oder 2 Euro mehr die Stunde. Ah, das ist sehr, sehr gut. Jetzt vielleicht eine emotionale Frage. Wie hast du 2012 überstanden? Wie war das für dich, als das plötzlich kritisiert wurde, in den Medien schlecht gemacht wurde und das kaum noch mehr jemand getrunken hat? Weil ich habe in 2012 mit trotzdem noch zu euch gegangen. Natürlich war es auch eine ganz schwere Zeit für uns. Aber Gott sei Dank hatten wir wirklich auch wie du treue Fans gehabt, die uns dann durch diese schwierige Zeit durchgeholfen haben. Ja, ich muss sagen, wir haben ein bisschen Glück, weil wir in Asien einigermaßen schon bekannt waren und die Asiaten das Getränk ja schon länger kennen. Und sie wissen ganz genau, dass es gar nicht so gefährlich ist, wie manche behaupten. Dann, die waren ja die Einzigen, die noch zu uns gehalten haben. Gott sei Dank haben wir es ja geschafft. Ja, und es hat sich auch gelohnt, ne? Ja. Wann ist es denn wieder in Trend gekommen? So 2016? Ja, ab 2016. Da waren wir auch dann die Einzigen, die noch da waren eigentlich. Und deswegen waren dann richtig voll dann. Also ihr hattet auf jeden Fall eine schwere Zeit, aber zum Glück ist es anders gekommen und auch viel, viel besser für euch gelaufen. Wir haben einfach an das Produkt geglaubt. Also das ist ja auch eigentlich meine Kindheitserinnerung. Das habe ich auch gerne getrunken und deswegen wollte ich eigentlich so einfach aufgeben. Das war's auch schon. Danke für dieses Interview. Ach so, okay, alles klar. Gern gesehen. Ja, Leute, die Geschichte des Kambay-Geschäftsführers ist eine kleine Erfolgsgeschichte und im Zuge der Produktion dieses Videos arbeite ich mit der R&V-Versicherung zusammen, die dieses Video hier sponsert. Ich habe ja schon in meinem Buch gesagt, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung wichtig ist und ich sage es gerne auch nochmal auf YouTube. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist mehr als ein Versicherungsprodukt. Sie sichert euer Einkommen ab, damit ihr sorgenfrei eure Ziele erreichen könnt. Kein Einkommen mehr zu haben, das ist für mich persönlich ein Worst-Case-Szenario und das ist auch eine berechtigte Angst. Damit bin ich nicht allein, damit bist du nicht alleine. Jeder von uns möchte mit Freude in die Zukunft blicken, egal was kommt, und das ist mit der Berufsunfähigkeitsversicherung möglich. Gerade junge Menschen machen sich nicht allzu viele Gedanken über die Absicherung ihres Einkommens, kann ich verstehen, aber hat man sich einmal darum gekümmert, hat man auch direkt mehr Kopf für wichtigere Dinge. Denn je früher man sich absichert, desto günstigere Leistungen bekommt man dauerhaft. Checkt deswegen gerne mal den ersten Link in der Beschreibung und informiert euch über das Angebot der R&V. Pünktlich geschafft. Um 12 Uhr ist der Tapioca fertig. Oder der Löffel rein, alles kurz mal umrühren. Ah. Genau, ich kann die erste Bestellung machen, die zweite machst du, ne, dann guckst du ab. Ich helfe dann dabei. Wir sind jetzt an der Kasse, denn es geht jetzt an den Verkauf. Angstschweiß. Es muss alles schnell gehen, weil die Leute wollen ja auch schnell ihr Getränk kriegen. Drücken. So, would you like to have Tapioca Pearls? So, da gibst du dann 6 Euro raus. Would you like to have a scan card? Und eigentlich, sobald er die Bestellung abgegeben hat und bezahlt, ne, dann nutzen wir die Zeit, um das hier zu befüllen. Ja, genau, dann stellst du nach hinten zu dem Kollegen und der nächste Becher. Also es ist einfach ein paar Minuten nach 12 und es sind schon so viele Menschen hier. Oh mein Gott. Es geht auch fast durchgehend so. Rush Hour ist so 16 Uhr. Der ist so schnell. Unsere Maschine. Also das hier ist so mein Ziel, ich will auch so schnell sein wie er. Ne? Er ist seit 4 Jahren hier, also habe ich noch etwas. So, und dann wird es halt so abgewischt hier. Und hier haben wir so die Aufrufnummer. Ja. So, Mango-Grüntee, die 5. So schnell alles. Also als ich hier angefangen habe, dachte ich auch so, oh mein Gott, wie soll ich das alles lernen? Das ist alles so viel. Schönes Wetter haben wir, also heute wird sehr viel los sein. Wenn sie jetzt auf Bezahlen drückt, dann taucht das dann hier auf und dann sehe ich, was bestellt wurde. Das ganze Rezept musste ich alles lernen. Wie lange hat es gedauert? Oh, ich glaube 2 Monate, aber andere je nachdem. Ich konnte mir jetzt nicht alles merken, aber wir haben es auf Kamera. Okay. Wir machen jetzt meinen Lieblings-Bubble-Tea, Neptune Center Milk Tea mit Tapioca. Okay. So, machst du das erste Mal deinen eigenen Bubble-Tea selbst? Ja? Ah, ich habe zu Hause schon gemacht, aber ist nicht so gut. Ist so gesund zu Hause. Das heißt übrigens Bubble-Tea, weil beim Shaken entstehen ja Bubbles. Ja. Ne? Aber viele denken halt wegen dem Kügelchen. So. Tada!
Hazels erster selbstgemachter Bubble Tea. Gut, dass wir auch gleich Pause haben. Ja, ja. Genau. Okay, Leute, ich habe jetzt Pause. Ihr habt gesehen, ich habe meinen eigenen Bubble Tea gemacht. Neptun Sencha. Natürlich mit sehr viel Hilfe. Mal sehen, ob der auch wie immer schmeckt. Ja, schmeckt schon gut. Also bisher war es echt spannend, weil ich hätte nicht gedacht, dass der Job doch so viel beinhaltet. Ich hätte es mir ein bisschen mehr Freestyle vorgestellt, aber tatsächlich war da mal irgendwann jemand, der sich diese Rezepte ausgedacht hat, der sich die Temperaturen ausgedacht hat und so. Und das finde ich voll crazy. Ganz, ganz viel Respekt an diesen Job. Zunächst einmal war die Vorbereitung schon viel Körperarbeit, aber natürlich auch ganz viel Arbeit hier im Kopf, weil man muss ja immer an alles denken. Und als dann die ersten Kunden da waren, war ich echt überwältigt. Es muss alles on point sein. Und so schmeckt es auch dann. Weiter geht's. Wieder verkaufen. Du kannst gerne dich hier rüber stellen und da steht dann, wenn ich sage Tapioca, dann guckst du zum Beispiel bei dem Perlenmilch, die Tapioca, groß ist 140 Gramm, mittlere 110. Können wir das ja mal zusammen probieren. Hallo. Ich mache jetzt Toppings. Mit Tapioca-Pan oder Bubble? Mit Tapioca und Milch Topping. Would you like to have a stamp card? Blaubeer, Honigmelone. Also drei. Ein Löffel Honigmelone, also gehäufte, das ist der grüne da hinten. Und Blaubeer ist daneben. Hier will jemand ganz viele Toppings. Brauchen wir. So, danke schön. Stempelkarte für dich. Ja. Zurück. Danke schön. Dann einmal kontrollieren, ja? Danke. Währenddessen muss auch immer wieder Tapioca gekocht werden. Also generell darauf geachtet werden, wenn etwas leer wird oder langsam leer wird, muss wieder neu gemacht werden. Sagen wir mal so, die Zubereitung für Zutaten ist durchgehend den ganzen Tag. Ja. Es wird, wie gesagt, immer frisch Tapioca gekocht und Tee wird auch immer frisch gekocht. Und deswegen müssen wir immer springen hin und her zwischen Kasse, Mixstation, Küche. Aber am Wochenende sind wir mehr Leute. Ja. Und da sind wir vier Leute anstatt drei. Und da ist dann halt immer jemand hier in der Küche auch. Dann ist es nicht so Stress. Waschhour ist ja ab 16 Uhr. Ne? Und bis dahin müssen wir durch dann mit den Pausen. Weil dann stehen die Leute Schlange. Ja. Und dann müssen wir alle, brauchen wir jede Kraft. So, super. Zur Uhr. Das ist unser Goldpott. Tapioca ist wieder da. Es ist immer was zu tun auf jeden Fall. Langsam wird es auch richtig heiß. Das Wetter ist heute gut. Ich schwitze. Wasser? Ah ja, stimmt, noch 1200. Ich darf nichts vergessen, aber ich habe schon wieder fast vergessen. Und ich muss noch die Zeit einstellen. Also Milchpulver drauf. Also es war gar richtig cool, den ersten Bubble Tea selber zu machen und zu übergeben. Hat sich gut angefühlt, auch die Nummer wie beim Bürgeramt zu drücken. Geiler Job. Strohhalme ist alle hier. Bambusstrohhalme. Aber vorher noch in Plastik verpackt. Danke. Genieße. Danke. Ciao. Okay, Leute, um alles hier ganz offen zu beleuchten, habe ich in der Pause noch ein Interview organisiert mit einer Ex-Mitarbeiterin. Hallo. Sag uns, wie ist der Job wirklich? Also, ich erst mal erzählen, wie es bei mir so war. Also, ich habe 2015 angefangen, als noch Combay an der Weinmeisterstraße war, als noch so richtig low-key war und habe bis 2018 gearbeitet dort. Wie anstrengend war es während des Hypes? Ja, die Schlangen waren richtig lang und man hat halt immer so zack, zack, zack immer gearbeitet. Aber mir hat es irgendwie Spaß gemacht, immer ganz schön Getränke zu machen. Anstrengend war es halt immer nur an der Kasse, weil manche Kunden halt frech waren. Du hast es ja jetzt 3 Jahre lang gemacht. Würdest du sagen, es ist ein guter Nebenjob? Macht es Spaß? Lohnt es sich? Also mir persönlich hat es viel Spaß gemacht wegen den Kollegen auf jeden Fall. Ich habe auch gelernt, so wie es halt ist, in der Gastro zu arbeiten, weil man halt viel mit Kunden reden musste. Und demnach appreciate ich es das auch mehr, wenn ich jetzt im Restaurant sitze und dann der Kellner sich halt viel Mühe gibt und so. Ja, das war jetzt der wahre Einblick hinter der Arbeit. Okay, danke schön. Das hier ist Arbeiten nonstop. 1200. Ihr seht, es ist 2:30, die Schule ist so langsam aus und es kommen ganz, ganz viele Kunden. Was möchten Sie denn? Brown Sugar and Milk. Gut, dass ich weiß, wo das ist. In groß, laktosefrei. Das war's. Normal Eis, 100% Zucker. Ja, ist bei Brown Sugar schon Tapioca drin? Der hier nicht. Du brauchst extra Tapioca? Extra Tapioca. 4,70 €. Wie ist das, so eine Kasse zu bekommen? Cool, ich liebe Kassen. Stempelkarte? Ja, bitte. Und bitte deine Order checken. Danke.
Ich frage so, ob ein Kumpel vorbeikommen kann, um mir zu helfen, also mich zu supporten. Und er bestellt einfach das Schwerste. Laktosefreie Milch. Sagt er bestellt das Schwerste für mich. 63. Danke. Ich spüre schon den Zeitdruck, weil es kommt heute hier rein, es hört nicht auf. Aber es macht Spaß, weil es so Teamarbeit ist. Tschüss. Heute einfach schon 100 Bubble Teas gemacht. 101. 66. Bitte schön. Ja, danke. Meine Ablöse ist da. Die Maschine. Die arbeiten hier so schnell, ich fühle mich voll überflüssig. Ich meine, ich wische nur das ab. 74. Danke. 75. Danke. Danke. Das Verrückte ist, dass manche Bestellungen einfach 3, 4, 5 Bubble Teas auf einmal wollen. Danke. Und das ist dann einfach zu viel. Ihr seht ja die Becher da hinten, das hört nicht auf. Und wir haben noch nicht mal Rush Hour. Ist Rush Hour schlimmer? Eigentlich ist Rush Hour so, aber ich habe heute den heißesten Tag der Woche erwischt. Ah, deswegen ist es jetzt schon so voll. Okay. Genau. So kann man es sich dann also vorstellen, wenn es richtig voll ist. So wie es jetzt ist. So. 81. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht mal der bestgesuchteste Laden. Ich habe mir extra einen, der ein bisschen stressfreier ist, ausgesucht. Besser gesagt, ich wurde hier zugeteilt. Das hat man mir noch so anvertraut. Das nimmt gerade ein bisschen ab. Der Dirk kriegt ja noch sein Bubble Tea, ne? Kann die ja Hazel machen. Sie weiß ja jetzt, wie es geht. Ich mache jetzt Dirk noch schnell ein Ultimate QQ 2011, weil er es sich verdient hat. Ich habe dir extra viel Tapioca reingemacht. Der ist für mich. Ja, der ist für dich. 2, das ist für den Geschmack getrunken. So cool, das zu drücken. Kipp rein und da rechts ist der Löffel und dann schön kräftig umrühren. Ja, da wo mein Finger ist. Ne? Alles rein. Genau, der Kamba-Milchtee. Erstmal ein Test, was du so hier so fabriziert hast, ne? Not bad. Gut, ne? Not bad. Danke für die extra Toppings, Hazel. Wie habe ich mich gemacht? Ja, ich muss mal überlegen. Doch, hast du ganz gut gemacht, ja. Die Hazel lernt ganz schnell und bist da auch so offen dafür und neugierig. Ich würde dich beim Chef empfehlen, wenn du Lust hast, bei uns anzufangen. Wenn YouTube nicht mehr funktioniert, dann komme ich genau zu euch. Bubble Tea, da brauchen wir immer Leute. Und kannst es auch empfehlen, also den Job? Auf jeden Fall. Also es macht wirklich Spaß. Wir haben hier ein tolles Team. Alle sind super lieb. Ja, und du kannst so viel Bubble Tea trinken, wie du willst hier. Das ist das ultimative Argument. Ich mache jetzt Feierabend. Ja, hast viel du dir auch verdient? Dankeschön. Oh, endlich Feierabend. Oh mein Gott. So, ich habe jetzt Feierabend und habe jetzt viel mehr Respekt vor meinem Bubble Tea auf jeden Fall. Wenn ich einen kriege, ist das nicht so selbstverständlich. Es ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, da hinter der Theke zu stehen und durchzublicken, was eigentlich so passiert, um einen Bubble Tea über die Theke zu bringen. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause chillen und muss das Ganze verarbeiten. Gibt dann noch ein Fazit. Okay Leute, es ist mittlerweile schon ein paar Tage her, dass ich als Bubble Tea Barista gearbeitet habe und ich möchte das Ganze mal Revue passieren lassen. Es ist ganz lustig, immer wenn ich so Jobs teste, gehe ich immer so rein und denke, oh, ist bestimmt ein ganz einfacher, entspannter Job und jedes Mal ist es ganz anders. Ich finde, jeder Job und jeder Beruf hat seine eigenen Schwierigkeiten und Tücken und seine Herausforderungen und das ist auch gut so. Ich persönlich hätte mir vorstellen können, während des Studiums oder als Zwischenjob mal in der Gastronomie zu arbeiten. Viele von meinen Freunden haben das ja getan. Es war auf jeden Fall ein aufregender Job. In den ersten Stunden hatte man ganz genau gewusst, was man machen soll. Das war ein bisschen entspannt und dann gab es Stunden, die sehr hektisch waren. Also da ist auf jeden Fall eine gute Mischung drin. Gut finde ich auch, dass vom Chef ehrlich kommuniziert wurde, dass man mit dem Mindestlohn startet, aber schon nach einer kurzen Zeit sich hocharbeiten kann. Und von den meisten meiner Freunde und Bekannte, von denen ich weiß, dass sie in der Gastro gearbeitet haben mir immer gesagt, dass sie viel Positives aus dieser Joberfahrung ziehen konnten, viel fürs Leben gelernt haben, viel mit Kunden geredet haben, gelernt haben, was Teamwork ist, was Zeitmanagement ist und ja, das ist gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr den Job machen würdet für Free Bubble Tea, könnte man schon machen. Leute, die in einem Bubble Tea Laden arbeiten, haben eine sehr hohe Chance, mich irgendwann mal zu treffen. Weil du so oft da bist. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen Job ich als nächstes testen soll und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und mir auf Instagram und TikTok zu folgen.